Hi und herzlich willkommen hier bei Mobile Gamer Guide, dem besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Allerdings ist heute Off-Topic Friday und das heißt, es geht weiter mit Return to Arkham, Batman Arkham Asylum. Und ja, ich habe mit der ersten Episode schon sehr viel Spaß gehabt. Wir sind ja in der medizinischen Abteilung und da war der Fall, dass Scarecrow erwähnt wurde. Und das werden wir jetzt auch machen. 10% haben wir jetzt abgeschlossen nach der ersten Episode. Ist doch schon mal ein sehr guter Start, würde ich sagen, gewesen. Und wir machen jetzt weiter und schauen uns mal an, wie es denn weitergeht. Wir sind in der medizinischen Abteilung, wie gesagt. Dort waren hinter einer Glaswand... Ah, das sehen wir jetzt nochmal. Sehr schön. Da sind wir gewesen. Wir haben hier gerade ein Rätsel, das heißt, wirst du deinen Hut vor Harley ziehen? Kein Objekt geortet? Sieht für mich aber schon nach einem Objekt aus, oder? Ah, da oben. Kommen wir leider noch nicht rein. Das wird dann hier bestimmt drin sein, weil da sieht man schon Joker-Sachen und so. Bestimmt ist das auch mit Harley, dieses Rätsel. Wir müssen jetzt hier hin. Explosivgel versprühen. Und dann geht es hier weiter. Boom. Gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Da lang. Auch immer mal hier schön den Detektivmodus einschalten, aus dem einfachen Grund, falls nachher hier eine Trophäe ist, die ich übersehe, wäre es doof. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung. Mal hier nach unten. Gordon. James Gordon, rette dich. Komm, brech auf. Ah, hier sind dann Gegner mit Schusswaffen oder was? Ne? Da liegt der. Gordon ist tot. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Das ist so eine geile Sequenz jetzt. Plötzlich sind wir hier im Leichenschauhaus. Du solltest nicht hier sein. 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 Das ist schon richtig Horror-Sequenz. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Muss ich nochmal machen? Du solltest nicht hier sein.
hier sein. Und plötzlich wieder im Leichenschauhaus. Da liegen jetzt Leichen. Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Thomas Wayne. Mutter. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Das war Scarecrow. Der so schön die Angst verbreitet. Mit seinem Serum. Jetzt seht euch das mal an, dieses Level. Wie geil das aufgebaut ist. Und das ist jetzt ein geiler Part, wo die Perspektive ein bisschen anders ist. Man muss jetzt hier Scarecrow besiegen und darf nicht von seinem Blick erwischt werden. Er ist wie so ein Leuchtturm, wie ihr sie gerade seht. Das ist ein richtig geiler Part. Das finde ich, hat Rocksteady so gut gemacht. Scarecrow eingefangen. Als Bösewicht. Besser als in den Nolan-Filmen. So. Okay, alles noch gut. Muss ich da Explosivgel, glaube ich, dran tun? Zurück. Was war das? Nicht, ich bin nicht da. Wie lange suchst du denn? Okay. Was versuchst du anzustellen? Und jetzt ihn blenden. Mit den Bat-Sign. Damit haben wir Scarecrow, den ersten Part von ihm, besiegt und wir leben direkt mal. Jonathan Crane wurde in seiner Kindheit und Jugend schwer gehänselt und schwor sich, seine Ängste durch das Studium der Psychologie und Biochemie zu überwinden. Nach seiner Matrikulation, meine was für ein Wort, aufgrund verschiedener Experimente an Menschen nahm er die Identität Scarecrow an. Seine Hauptwaffe ist ein Spezialgas, das die Ängste jedes Menschen real erscheinen lässt. Aufgrund seiner kriminellen Schreckensherrschaft ist er einer der gefährlichsten Feinde Batmans. Tauchte zuerst auf in World Finest Comics Nummer 3, Herbst 1941. Übrigens, ich hatte doch schon mal hier mit Dings gezeigt. Batman Harley Quinn Nummer 1, Oktober 1999. Die tauchte sogar, glaube ich, etwas früher von auf. Und zwar 92 oder so. Harley Quinn taucht nicht zuallererst auf in der Animationsserie. Übrigens. Batman The Animated Series, das war ihr erster Auftritt. So, dann machen wir hier Spezialkombo ausschalten. Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden?
Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. So, müssen wir jetzt wieder raus hier? Weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Oh, halt. Hier war doch gerade irgendein Riddler-Rätsel, oder? Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas gefunden werden? Ich habe gerade irgendwo ein Glas gesehen, oder? Hier? Ah! Was? The Great White Shark? Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Okay. Was ist das für eine Charakterbiografie? Habe ich ihn jetzt irgendwie freigeschaltet? Da. Der große Weisei. Als der korrupte Investor und Millionenbetrüger Warren White vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, um dem Gefängnis zu entgehen, ahnte er noch nicht, dass seine Einlieferung nach Arkham das weit größere Übel sein würde. Während er von den anderen Patienten der Anstalt in den Wahnsinn getrieben wurde, kostete ihn eine Begegnung mit Mr. Freeze Haare, Nase, Ohren und Lippen. White, der nun mehr denn je einem Hai ähnelte, schliff sich daraufhin die Zähne und nannte sich Großer Weißer Hai. Dank seiner Beziehung in der Finanzwelt ist er inzwischen eine feste Größe der Gothamer Unterwelt und betreibt aus seiner Zelle heraus zahlreiche illegale Geschäfte. 2003 das erste Mal aufgetreten in Arkham Asylum. Doch ein cool gestalteter Bösewicht. So, hier werden gerade schon Pfeile angezeigt, wo wir lang müssen. Sehr freundlich. Da sind Gegner. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real, was dein Hirngespinst, das kleine verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Bats. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Okay. Nein, der Hart hat mich getroffen. Und den noch eben schlagen. Auch besiegt die Gegner. Noch irgendwo Zähne. Da oben war noch eins, das habe ich gerade gesehen. Da komme ich wieder zurück, okay. Aber gehe ich den Gang mal eben ganz kurz entlang, weil vielleicht ist da ja was. Aber scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir doch den richtigen Pfad entlang. Man muss ja auch alles immer nachgucken, ne? So. Tür öffnen. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Das sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. So, hier ist dieser Bär. Ist dieser Bär der Fluch seines Lebens? Bane. Ah, das ist... Okay, Bane kennt man. Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters, dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Für militärische Experimente zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willens als einziger und konnte fliehen.
Als Machtbeweis jagt er Batman und brach ihm das Rückgrat, aber dieser überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venom-Zufuhr unterbrach. Der Bane seine übermenschliche Fähigkeit verdankt. Gibt's auch in Batman. Hier, wer ist das nochmal? Dark Knight Rises, glaube ich, ist der dritte, ne? Von Nolan. Ja, da taucht der Bane auf und da bricht er ihn ja auch den Rücken in dem Film. Und hier ist das halt in einem Comic passiert. Zuerst aufgetreten, 93 in Vengeance of Bane Number One. Und ja, auf jeden Fall wird hier auch gesagt, das Steroid Venom. Und darum ging es ja auch am Anfang. Da hatte doch schon mal der allererste Boss, den wir besiegt haben, war doch einer, der auf so Steroide von Venom war. So, wir sollen hier Harley Quinn ausschalten, ohne dass sie uns entdeckt. Lautlos. Wenn wir es schaffen, dann haben wir Gordon gerettet. Wenn nicht, sag ich mal, sieht's nicht gut für den jungen Gordon aus. Also, wie gesagt, den alten Gordon. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Doch einige Gegner hier. 1, 2, 3, 4 und da oben ist noch. Und da oben war noch Harley Quinn. So, ich muss mich jetzt konzentrieren. Oh. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf. Aufpassen. Kommt man da oben irgendwo hin? Er guckt. Den haben wir auch. Komm schneller. Nein. Mist. Wir haben es nicht geschafft. Nein. Boah, die haut auch direkt ein paar Mal drauf. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Nochmal. Ah, das war jetzt dumm. Ich wollte das jetzt auch schnell machen. Der Commissioner wartet gerade darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn es soweit kommt, erledigt habe den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Ah, das war dumm. Das war dumm, dumm, dumm. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. Eben etwas auf Seite. Oh, oh. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Mr. J wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Glaubst du irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? So, machen wir den noch. Hier dann gleich die Treppe hoch. Sobald der umdreht, gehe ich die Treppe hoch. Einfacher. So, es kann so einfach sein, ne?
hängt denn da? Wir retten jetzt erstmal. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Du hast mehr gebraucht, als ich dachte. Ja, du bist doch einmal gestorben. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? So, jetzt ist Bane der Boss. So wie der eine. Oh. Was muss ich da nochmal machen? Also wir haben auf jeden Fall gesehen, es hat was mit diesem Venom zu tun, dieses Stoffzeug da, was er da hinten hat. Und zack, da wird ein Kabel abgemacht. Okay, und nochmal ein Kabel ab. Gerade ein bisschen. Oh. Wow, fuck, ich bin gleich tot. Fuck!
Nein, und der, so ein einfacher Gegner nicht besiegt. Mein, das war schwieriger, als ich dachte. Die Fledermaus ist am Ende. Oh, und da hat er auch nochmal den Rücken gebrochen. Habt ihr das gesehen? Oh, schmerzhaft. So, aber jetzt habe ich es ja wieder drauf. Oh! So, immer zweimal muss ich das machen. Dann kann ich einmal so ein Ding abziehen. Okay, zweites Mal ab. Meine Güte, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Merkt ihr vielleicht, dass ich ruhig bin? Nein, ich hab doch auf. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass er... Nein, nicht! Oh. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp jetzt. Habe ich ihn besiegt? Ja. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht.
Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Oracle, das schöne Bettmobil. Der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Okay. Es gibt eine Betthöhle. War ich hier schon? Anscheinend nicht, wa? Jetzt aber. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Wieder eins weiter. Was haben wir denn da gerade noch einen gehabt? Ich habe da noch einen. Habt ihr gesehen? Ach, Firefly. Der Pyromane Garfield Lynn begann seine Karriere als Kleinkrimineller, verübte jedoch schon bald Verbrechen auf höherem Niveau und brannte dabei große Teile von Gotham nieder. Als sich das von ihm gelegte Feuer jedoch nicht mehr kontrollieren ließ, erlitt er schwere Verbrennungen und ist seitdem an gesamten Körper durch Brandnarben entstellt. Heute trägt er bei seinen kriminellen Aktivitäten einen feuerfesten Schutzanzug, wenn er nicht gerade in Blackgate schmort. 1952, ja, auf jeden Fall schon ein alter Schurke von Batman. So, habe ich hier irgendwelche Hinweise? Ne, leider nicht. So, wir müssen da zur Intensivbehandlung wieder hoch. Dann gehen wir da mal hin. Wo muss ich lang? Hä? Da ist eine Riddle-Trophäe. Da, versteckt. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Wir liefen nur die Zeit weg. Hi, Leute. Ach, verdammt, falsch gedrückt. Ah, Mist. Das hätte so ein schöner Angriff jetzt werden können, aber dennoch war nicht schlecht der Kampf. Hat mir gefallen. Wir müssen dahin. Die Musik ist gerade richtig. Einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Okay, er hat eine Betthöhle hier erschaffen. Mal sehe ich es, mal du nicht. Weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich meine, ich sehe hier all die Teile, ne? Mal sehe ich es, mal du nicht. Da oben ist auf jeden Fall ein. Habt ihr das gerade gesehen?
Komme ich da rüber? Anscheinend nicht. Zumindest nicht so. Mal sehe ich es, mal du nicht. Ich meine, er hat ja recht, ich sehe es nicht. Schade. Ein Objekt geortet. Objekt verdeckt. Weiß nicht, was damit gemeint ist, was verdeckt sein soll. Aber nun denn, wie gesagt, die Riddler-Trophäen, die wir so jetzt offensichtlich finden, die machen wir und den Rest, den holen wir dann nach und nach später ab. Da sind Gegner. Und hier haben wir eine Riddler-Trophäe. Oh. Hi. Gesehen mit den Kopf nach oben und okay, kannst du nicht machen, Batman. Bist du denn des Wahnsinns? Brichst ihn einfach das Bein, ey. Haben wir eine Verbesserung? 5 waren statt 8 und können jetzt spezielle Kombo-Moves. Okay, da brauche ich nur noch 5 Kombos, dann kann ich direkt schon so einen Ausschalt-Move machen. Das machen wir doch. Wo soll ich hin? Hier drüber. Okay. Ist ja der Höhleneingang gleich? Weiß es nicht. Mal hier nach oben drauf, aber glaub nicht, dass hier irgendwas ist. Da war doch da oben was. Was ist das, der Höhleneingang? Wenn ja, dann ist das nicht gerade gut versteckt. Oh, hier. Vorhin von Arkham. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Okay, noch sehr kryptisch das Ganze. Bin ich überhaupt richtig? Scheint der Weg zu sein, ja. Seh die Wand und wussten direkt, da muss da was hinter sein. Also Riddler scheint die Dings gefunden zu haben. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Dachte. Und jetzt?
Also, er muss aber auch immer finden, ne? Weißt du, wenn du daneben fliegst, ja, dann hast du aber auch Probleme. Okay, schon eine krasse Höhle. Los. Die Betthöhle. Sieht schon geil aus. Ja, zwar den Strom abzapft, ist ein Rätsel. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Neues Gadget. Die Batclaw. Damit kann ich jetzt halt auch Gegenstände ranziehen oder halt auch... Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Ja, sage ich gleich. Erstmal haben wir jetzt hier was Neues. Charakter Dr. Penelope. Young. Penny Young war stets eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalte und berechnende Frau, die sich einzig und allein auf ihr aktuelles Projekt konzentrierte. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, der Anstaltsleiter von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit der Heilung der besonders schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. 2009 in Arkham Asylum das erste Mal aufgetaucht. Schade, ich kann da nicht ranziehen, das wäre schön. Dann muss ich später was anderes für haben. Ah! Dumm. Oh, noch geschafft. So. Dann geht's hier weiter. So, hier kann ich jetzt nämlich die Gitter schön runterziehen. Dann komme ich wieder zu neuen Gebieten, wo ich vorher nicht dran kam. Das ist halt so ein Metroidvania-Prinzip. Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Hey, so meinte ich. Die kann ich abgeben, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Bumm-Mädchen. Einem Bumm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bringt. Okay. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergiss mir. Vergiss mir die Angelegenheit, als erledigt. Hab ich dir schon den erzählt?
Okay. Wieso sind wir? Verdammt. Mist. Hallo? Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Den wollte ich hauen. So. Gott verdamme. Auch anziehen können, oder? Hä? Okay. So, von da bin ich gekommen. Dann macht ja alles Sinn. Muss ich jetzt lang? Da sind... Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Was ist ein Tonband? Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo, mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlange. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Okay, Killer Croc ist ein bisschen aggro. Würde ich mal so behaupten. Noch eine Riddler-Trophäe? Wo bin ich eigentlich gerade drin? Unterirdisches System. Da gibt es auch ein paar Trophäen zu finden. Ganz schön viel. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Immer diese verwirrenden Aussagen. Ich kann mich doch alles nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich das damals alles geholt hatte. Da ist ein Trophäe. Habe ich gesehen. Und da sind Zähne. Auch gesehen. Und noch eine Trophäe. Auch gesehen. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Und noch eine Trophäe. Und noch eine Trophäe. 4 Trophäen. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Na super. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. 2 E-Mails sind auffällig. Ja. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Okay.
Typischer Joker-Move, hier ist eine Ritter-Trophäe. Ja, ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Okay, hier ist nix. Und schon einige Trophäen, ne? Und irgendwas mit vielen Seiten? Da sehe ich aber noch nichts. Kann ich das nicht greifen? Oder ist das der später ein Teil? Das war da sein Punkt gewesen, aber war es nicht. Okay, dann doch wieder rüber. Gehen wir hier lang. Kommen wir denn da? Nix, 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 nix. Da komme ich nur wieder zurück, wenn ich das richtig sehe. Dann geht's weiter hoch. Wow, okay. Da geht's höher. Und da geht's zu einer Trophäe. Ich gehe hier erstmal zur Trophäe. Kommen wir denn hier? Muss ich da lang? Das ist ein Turmwandgerät. Da geht's zum Ausgang. Okay, da muss ich hin. Dann doch wieder zurück. Ich möchte jetzt noch hier die paar Trophäen holen. Da sind doch noch einige. Gehen wir doch erst da lang. Ich schaffe es nicht rüber. Der Sprung ist zu weit. Aber hier kommen wir hin. Machen wir das mal eben hier. Ah, auch noch eine Riddler-Trophäe. Komm ich da so rüber? Zu weit. Viel zu weit. Oh, fuck. Bin ich runtergefallen. Ein bisschen weit runtergefallen wieder. Ach, verdammt. Ich muss da irgendwie hochkommen.
Das ist zu weit. Da komme ich nicht hin. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Und da oben irgendwie? Weiß es nicht. Und das Rätsel habe ich auch keine Ahnung, was damit jetzt gerade gemeint ist. Nun denn, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht brauchen wir doch noch ein paar andere Gadgets, um dahin zu kommen. Weiß ich jetzt nicht. Kann ja sein. Wird dann eins der letzten Videos, wo ich dann alle Riddler-Rätsel noch hole. Um das dann auf 100% zu meistern. Okay. Nee, ist ein bisschen zu niedrig. Ist ein bisschen zu niedrig. Ich gucke auch so mit runter. Wie dumm bin ich eigentlich? Hä? Wie dumm bin ich? Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Mann, Joker. Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychokarakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Sharpie! Hat sie nicht meine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Scharfschütze. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Da komme ich nicht hin. Das hatten wir schon versucht. So, einmal im Ausschalten. Gut ist. Fuck, Scharfschütze. Ist aber auch kein guter, ne? Ein guter Scharfschütze ist was anderes. Oh, wie ich da ankomme. Ups. Mist! Mann, wieso sind die so schnell? Du wirst Blut. Oh, ja, schön da drauf, ey. Mann, finde ich das geil. Da hinten ist ein Zähnchen. Mehrere Zähnchen. Das heißt, da muss ich wohl hin, wa? Ins East End. Ja. Arkham Villa. Okay. Mal eben gucken. Gibt es jetzt hier nicht etwas, wo ich jetzt hier dran komme mit meinem
mit Claw. Ups. Okay. Okay. Aber hier kommen wir noch hoch. Was haben wir denn hier? Mal ein bisschen gucken, ne? Anscheinend nichts. Doch, da! Trophäe! Du verdienst meinen Respekt, Detektiv Dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Gerne. Helfe ich dir auch. Ich bin der Meisterdetektiv. Wo muss ich jetzt lang? Ist da. Dann gehen wir da mal hin. Eine Herausforderung erscheint denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Mann! Ja, tritt den mal richtig, ey. Hat er verdient. Der Typ. Halt, richtige Position, dann ist das bestimmt hier drin. Nee. Ja, was hat es doch bestimmt mit dem Wagen hier zu tun, oder? Oder auch nicht? Hätte ich schwören können. Hier drin soll ein kleines Rätsel sein. Was habe ich hier verpasst? Ist doch nichts. Oder hat das hier? Ach so, kann auch hier sein dann, ne? Ja, okay. Kann auch hier sein. Können ja ruhig schießen, wenn sie wollen. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Da, Turmwand. Joker. Gespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Dirk? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren.
Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Gut verstanden. Weil ich weiß immer noch nicht mit der richtigen Position. Habe ich immer noch keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ja, ich habe wieder eine Verbesserung. Haben wir da Combo Battering. Panzerverbesserung. Ich mache auf jeden Fall mal die Panzerverbesserung. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Schaden bekommen, da jetzt ein bisschen mehr Energie. Wow! Heilige Scheiße! Ich bin weiter gestorben, ey. Heilige Scheiße. So, das runterziehen. Und rein da. Alter Falter, ey. So, jetzt sind wir in der alten Villa. Gucken wir mal nach. Was uns denn dort erwartet? Finde einen Weg in die Arkham Villa. Habe ich geschafft. Komm her, ey. So, jetzt heil mich mal bitte ein bisschen. Kann sein, dass ich hier dann diesen Kodierer bekomme, um die Sachen zu knacken. Sieht sehr danach aus. Keine Ahnung, was hier ist. Gehen wir mal rein. Eine Ritter-Trophäe. Die nehmen wir mit. So. Sieht es nämlich... Oh, was? Daumen lang? Was übersehen oder so? Wie sieht denn die Karte aus? Na da, die Tür. Wo, die ist ja abgeschlossen. Blockiert. Ah, da oben? Ne, das ist ja auch doch. Doch richtig. Nicht gesehen. Dann gehen wir da rein. So. Explosiv geh ran. Chroniken von Arkham. Ich ging wieder zur Arbeit.
aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Wir haben gerade mal 5 von 24 von diesen Arkham-Dingern. Schon eine ganze Menge. Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle da hinten? Ah, Mist! Und aber das war ein richtig geiler Kampf. Die habe ich jetzt gut ausgeschaltet, ey. Beste Bonus war ein 19er Kombo. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Du bist auch die Hauptperson in dieser Halle, oder? Hä? Bin ich blöd gerade? Wo soll ich denn sonst lang? Wer ist die Hauptperson in dieser Halle? Das möchte ich jetzt aber wissen. Was das für ein Rätsel sein soll. Hier sonst irgendwas? Da ist eine Tür. Da kann ich rein. Muss ja hier in dieser Halle irgendwas sein. Die sind's nicht. Wir haben welche Daten hier auf dem Tisch? Das sieht alles zu generisch aus. Frage! Ich verstehe das Riddler-Rätsel gerade nicht. Aufmachen. Hier vielleicht irgendwas Wichtiges drin? Nix. Nix und wieder nix. Hier ist aber auch noch ein Eingang. Gehen wir da mal rein?
Du Mann, Gret. Patientengespräch Nummer 1. Herr Crow. Okay. Jemanden, der drei Viertel meiner Rätsel nicht lösen konnte. Einen Batman? Ja, aber ein Viertel habe ich schon gelöst. Ein Viertel deiner Rätsel habe ich aber schon, mein Freund. Und nach einem Viertel kommt nicht mehr so viel. Weiß nicht, was da... Was denn? So. Ach, das war irgendwas... Eine dicke Statue oder so. Nee, ansonsten ist hier oben nix. Kann man hier gucken, nicht, dass hier eine Riddler-Trophäe ist. Sieht aber nicht danach aus. Dann müssen wir da durch diese Tür jetzt. Dann gehen wir doch da mal durch. Ah! Okay. Hall of Fame. Gefunden. Was braucht ein Vogel im Regen? Ein Haus. Ein Vogelhaus. Ah, na, ein Regenschirm. Der Pinguin. Noch eins, kann das sein? Nein, auf keinen Fall. Du kannst die nicht alle lösen. Das ist unmöglich. Das ist vom Pinguin. Ein bisschen habe ich aber schon. Ah! Der Pinguin ist einer der ältesten Feinde des Dunklen Ritters. Der exzentrische Superschurke und bekennende Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Eisberg-Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirm zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. 1941. Erste Mal erschienen. Ich habe hier gerade, da blinkt dann irgendwas. Ja, das hier. Jedes teuflische Puzzle kann buchstäblich aus dem Nix. Also irgendwo hier muss eins sein, wo man wieder so ein Fragezeichen sieht. Davon habe ich bis jetzt erst eins oder so gefunden, ne? Schon traurig. Hier haben wir wieder so eine Arkham-Chronik. Sie brachten das Tier zu mir. Schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Okay. Aber hier ist da ist irgendwas. Hier so ein Joker-Symbol. So einfach kann das gehen.
2 schnelle Kicks und weg sind sie. Ich weiß nicht, wo hier dieses Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen. Und dann muss ich noch irgendwie. Hä? Muss ich von hier oben gucken, dann bestimmt, wa? In irgendeiner Perspektive muss ich das doch wohl sehen. Weiß noch nicht in welcher Perspektive. Hä? Wo ist denn hier noch ein Klapperding? Da! Was ist denn hier noch ein Klapperding? Auch nicht schlecht, Patrick. Auch nicht schlecht. So, aber jetzt hier dieses. Fragezeichen, wie komme ich hier an? Hä? Eine Lösung teilweise aufgedeckt, das ist mir schon klar. Ich weiß nicht, wo der Punkt ist. Wo soll hier der Punkt sein? Ach, da ist der Punkt. Ja, jetzt sieht man ja gar nicht, ey. So. Meine Güte. Da seht ihr jetzt mal, wie schwierig die Rätsel sein können. Richtig heftig. Willkommen in der Bibliothek von Arken. Geschichte ist so. Ein dramatischer Teil des Hier. Genug, um jeden in den Und komm, Beine brechen. Wow. Mann! So, geht doch, ey. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Kaiser. Ja, ich bekomme hier auf jeden Fall den Kodierer. Kann nichts anderes sein. Einer muss hier noch sein. Das sind meistens auch immer 3, oder? Schon sagen, meistens sind es 3. Oh, wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Okay, und jetzt? Noch 1:30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken. Nur ein Scherz. Komme ich hier runter irgendwie? Nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Glaubst du wirklich, dass ich dich die Treppe benutzen lasse?
Ah. Öffnen? Weißt du noch die Geißeln? Für sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich das Atmen erinnern. Warte doch mal. Muss er eben ganz schnell nach oben. Hä? Wo bin ich hier? Da. Den Kronleuchter runterfallen lassen. Klar. Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Wir haben die Geiseln auf jeden Fall gerettet. Das ist doch die Hauptsache. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas an Kram, was ich nicht gerade gesehen habe? Und da kam ich. Hier ist noch ein... Ein Gitter? Da könnte sehr wahrscheinlich eine Riddler-Trophäe drin sein, gehe ich mal von aus. Na, wer hat's geahnt? Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Und jetzt? Und wo soll ich jetzt lang? Suchen die gesamten Villa nach ihren Notizen. Ja. Will ich ja. Sind die nun mal. Finde die nur noch. Ist ja nicht gerade so, dass die Villa so klein ist oder so, ne? Muss ja hier sein, weil hier kommt jetzt nicht die Aufgabe. Und hier kommt die Aufgabe, ne? Oder? Oder auch nicht. Ups. Ups. Doch zurück, aber wo soll ich denn sonst lang? Wo soll ich denn sonst lang? Oh. Was ist hier los? Ups, oh. Ja, oh, Arm gebrochen. Bleib einfach liegen. Besser für dich. Viel besser für dich. Hier ist noch gesperrt. Hier jetzt in der Tür vielleicht rein.
kommst hier nicht raus, das weißt du. Ne, hier bin ja auch ich. Wabbelbacke, du. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Richtig. Sie wären schon da, wenn Sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und Ihnen sagen, dass du kommst. Verbesserung für den Battering verfügbar. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Was haben wir denn hier? Komme ich nicht dran, komme ich nicht rein. Hier ist eine Tür. Sind hier irgendwelche Dinge? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal hier rein. Oh oh. Komm mal her. Was machst du da? Na komm denn. Da kommt er. Komm, ich kann auch so schön hier so machen. Wie eine Fledermaus. Sieht das nicht geil aus? Was machst du da? Es waren 6 Typen, alle bewaffnet. Nicht mehr. Haha. Bleiben Sie ruhig, ich komme zurück. Ich krieg das gar nicht mit. Batman? Schon traurig, ne? Aber da sieht man mal, da war ich der stille Ritter hier. Das ist Aaron Cash gewesen, okay. Den haben wir ja schon kennengelernt. Danke. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss Ihre Aufzeichnungen finden, bevor Sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will Sie haben. Das macht Sie wichtig. Bleiben Sie hier, ich werde Sie finden. Kein Problem, ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Da ist Ihr Büro, okay. Jetzt muss ich noch ganz kurz gucken, hier war irgendeine Riddler-Herausforderung. Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung... Okay, jemand wollte um Verlegung bitten. Schauen, ob hier irgendwas auffällig ist. Oh, wer arbeitet denn hier, ey?
Da rein. Nicht rein da. Oh, da ist ein Buch, das sieht so auffällig aus. Nee, aber da ist auch eine Aufzeichnung. Backrow. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste, das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber sie waren ein angesehener Arzt. Ein brillanter Gast. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arm. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Ach, so ein interessanter Charakter, ne? Scarecrow. Ich hoffe, dass er dann in dem neuen Batman-Film auch irgendwie Beachtung findet. So. Hier ist Sicherheitsoffizier Cass. Wir sind in der Villa und sind bewaffneten Insassen begegnet. Bitte antworten. Hier sehe ich gerade nichts. Da war ich gerade drin. Hier ist nichts. Irgendwo muss doch hier etwas sein, was so jemand möchte verlegt werden. Kann auch sein, dass das irgendwo in eins dieser Schubladen irgendwas drin ist. Das wäre natürlich hart, da jetzt dann was zu finden. Was ich meine, das muss ja auffällig sein. Das muss ja irgendwas sein, wo man denkt, okay, das sieht sehr verdächtig aus. Was ist kaputt bei diesem Teil? Hallo, ist da jemand? Kuckuck. Hallo, hallo. Falls jemand auf diesem Kanal sendet, bitte melden. Finde ich jetzt gerade nicht. Nun denn, dann gehen wir hier weiter. Ist der Matthäus verrückt geworden oder war ihm nur schwindelig? So. Muss doch hier irgendwo sein mit des Arkham. Oh. Okay, das ist gemeint mit des Arkham schwindelig geworden. Amadeus. Weil. Das ist schon ein bisschen gekreiselt. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay. Antworten Sie doch.
Falls jemand uns hört, wir brauchen Unterstützung. Over. Arkham-Aufsicht, hört ihr mich? Over. Gehen wir mal hier raus. Und dann links rein. Da komme ich nicht rein. Hä? Habe ich ihn jetzt verpasst? Aufsicht, könnt ihr mich hören? Nein, noch immer nicht, Aaron. Was ist kaputt bei diesem Teil? Hallo, ist da jemand? Atem auf dich, hört ihr mich? Over. Entdeckt? Also ist da irgendwas vielleicht? Hallo, hallo! Falls jemand auf diesem Kanal sendet, bitte melden! Nö, ja, ist nix. Doch da! Was haben wir denn da? Hoch. Oh, hier auf dem Tisch? Auch nicht. Hier drin ist auch nichts. Jetzt habe ich gedacht, das wird's gewesen sein mit dem Rätsel. Aber nöppes. Jemand uns hört. Wir brauchen Unterstützung. Over. Ich gehe gerade eben nicht durch, wie ich hier weiterkomme. Arkham Aufsicht, könnt ihr mich hören? Erstmal eben hier gucken. Was gibt es hier an neue? Nochmal Panzerverbesserung. Alles hier an Energieverbesserung ist gut. Bin ich da, aber da ist ja nur dieser Raum hier. Nicht wie es weitergeht. Oh, oder doch? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass es hier weitergeht. Nichts, da ist dieser verschlossene Raum. Gut, dann ist es doch. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich habe. Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen, ich werde es nicht tun. Jede Sekunde auf, verdammt! Und alle drei eben schnell erledigt. Was war's für ein Rätsel? Irgendwas mit eiskalt? Irgendwas mit eiskalt? Es wird ein kalter Tag in der Hölle. Wenn dieser Ghoul sich wieder erhebt. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden.
ist das denn? Ach, Ra's al Ghul. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarus-Gruben überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngern. Ra's al Ghul ist ein strategisches und organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Ra's al Ghul. Schöne Tochter, Talia. So. Hier ist verschlossen. So viele Gänge gerade. Nichts drin. Auch nichts. Also doch hier. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Was dürfen wir hier wieder? Auf Detektivspur gehen? Hm? Ah, ein Handabdruck. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte. Das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Okay. Das ist hier der Ausgang. Knackt so schön, ne? Patientengespräch Nummer 9. Dr. Crane geht weiterhin Fragen aus dem Weg. Ich glaube, er ist ziemlich gesund. Nur böse. Er interessiert sich nicht für die Menschen, die er verletzt hat. Seine Forschung scheint die einzige Motivationsquelle in seinem Leben zu sein. Was hat es mit der Angst auf sich, dass du so davon besessen bist? Angst treibt alles an, Steve. Alles. Dein Leben wird von Angst beherrscht. Jede Entscheidung, die du triffst, ist ein Produkt dieser Angst. Sei nicht albern. Du hast deine Frau geheiratet. Margaret, oder? Weil du nicht alleine sterben wolltest. Du hast Kinder, weil du Angst hast, nichts zurückzulassen, was wirklich zählt. Du gehst zu Ärzten, weil du Angst hast, dass du stirbst. Soll ich weiterreden? Nein. Ich glaube, das ist alles für heute. Wachen!
bisschen Recht hat er ja schon, ne? Ein wenig Recht hat er ja schon. Lang. Da drin. Okay, sie ist hier lang gegangen. Dann hier rein. Da waren wir ja schon mal. Aber gut, wenn sie hier lang ist. Hier rein. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Sis? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet. Weil er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Haben wir doch schon mal besiegt. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. So, jetzt helfen wir wieder zu Sash. Dafür müssen wir hier jetzt rein und da oben die retten. Gehen wir da mal hin. Und es ist wieder soweit. Scarecrow ist wieder da, sein Gift. Den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm. Er liebt es doch so. Alfred wird wach. Mach weiter, Bruce. Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Schon geil gemacht, ne? Bleib ruhig, Lady. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe ihm was. Oh, Daddy! Tom! Die Crime Alley. Oh Gott, Tom! Wo Tom und Martha erschossen wurden.
Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft schon. So ein Junge mit so viel Geld. Dem wird's schon gut gehen. Sei still. Schon cool aus. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Warte, ich brauche das Bild eben als Thumbnail. Kann ich dir was bringen? Eben mein Dings. Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten. Brauch die eben als Thumbnail-Bild, das sieht so geil aus. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Jim Gordon. Und nochmal eine Scarecrow-Passage. Was versuchst du anzustellen? Bleib ruhig. Nein! Ey, der hat mich doch gar nicht gesehen. Super. Und am Ende der Furcht das ja, komm, normal. Einfach mal jetzt die Bettclaw. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Okay, also hinrennen, sobald er wegguckt. Und zwar jetzt. Nein, ich bin an der Kante stecken geblieben. Oh, das war so ja so dumm. Wieso bin ich da stecken geblieben? Wie dumm kann man sein? Das war wirklich dumm. Okay. Dumm. Ich wollte euch mal zeigen, was es alles für Animationen gibt, wenn man stirbt. Bei Scarecrow. Ah, Scarecrow. Ich bin immer so ungeduldig. Merkt man vielleicht gar nicht, ne? So, ersten Part geschafft. Weiter geht's. Besiegt.
Im Warten. Ja, doch, wenn er da hinguckt, ne? Ich weiß nicht, habe ich dafür genug Zeit oder? Ne, okay. Okay, nächsten Part abgeschlossen und jetzt kommt wieder Gegner. Skelette! Weiter geht's. Hoch da. Was, darf ich noch hier an so einer Uhr vorbei? Ups. Guck's mal bitte weg. Guckst du noch mal weg? Okay, da hinten ist das Bett sein. Wir haben es gleich geschafft. Und? Ich sehe dich, Batman. Geschafft. So. Wir sind irgendwo in der Haupthalle. Okay. Nun denn, ich sag mal so, hier soll es jetzt für das erste gewesen sein. 2 Stunden wieder. Und wir sind dabei, jetzt Dr. Young zu retten aus den Fängen von Victor Sash. Wir haben heute eine sehr Scarecrow-lastige Folge gehabt. Und das finde ich aber auch super. Ich mag Scarecrow extrem. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Passage mit Scarecrow? Wie fandet ihr mein Gameplay? Vor allen Dingen, dass ich gestorben bin. Schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Lasst vor allen Dingen gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ja, ich freue mich dann, wenn ihr auch nächste Woche Freitag wieder einschaltet, wenn es mit Part 3 weitergeht. Hier bei Arkham Asylum. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao, ciao.